Ich möchte alle Interessierten ganz herzlich mit Tashidele begrüßen. Der neue Studienkurs, den wir anbieten, behandelt die sogenannten 8 Verse der Geistesschulung von Geshe Langri Tangpa. 8 Verse bedeutet wenig Text, bloß 8 Verse, aber sehr tiefe Bedeutung. Die Knappheit der Worte mag erstaunen, doch ihre Bedeutung ist überaus wesentlich, tiefgründig und weit. Sie führen eine Win-Win-Situation herbei, denn es ergibt sich ein großer Nutzen für einen selbst und andere aus der Arbeit mit ihnen. Das gegenwärtige Leben verbessert sich und das nächste Leben wird gut vorbereitet. Das gilt natürlich auch für die Schüler in Deutschland. Das Gute der Geistesschulung in 8 Versen beschert auch hier einem selbst, daheim und im Umfeld großen Nutzen. Durch Studieren, Nachdenken und Kontemplieren bilden wir für andere Kraft der 8 Verse ein positives Beispiel, das sie beeinflusst. Wir sammeln selbst gute Potenziale an und die 8 Verse mit einer solchen Motivation zu praktizieren und zu studieren, wäre wirklich sehr gut. Bei den 8 Versen handelt es sich um die Schulung zu einem Bodhisattva, einer Person, die anderen beistehen möchte und deren altruistische Geisteshaltung gefestigt und gesteigert werden soll. In Tibet, in den Studierklassen der Klöster, die Meister Atisha oder die Tsongkhapa Losang Drakpa oder Milarepa folgen, steht deren Überlieferung damit in Einklang. Sie praktizierten genau diese Inhalte und transformierten damit ihr ganzes Sein auf unfassbare Weise und schöpften Kraft aus ihnen. Wenn wir uns also am Inhalt der 8 Verse orientieren und entsprechend handeln, wird sich eine große Unerschütterlichkeit des Geistes daraus ergeben. Aus dem Wissen der Bedeutungen der Schrift heraus wird sie auch an uns, wenn wir sie umsetzen, ihre Wirkung entfalten. Die Denk- und Handlungsanweisungen der 8 Verse der Geistesschulung des tibetischen Meisters Geshe Langri Tangpa verfasste dieser als Rat an sich selbst. Und sie wurden durch Meister wie Jetsongkhapa und Milarepa in Tibet zu einem der am meisten praktizierten Hauptwerke der Geistesschulung. Die in den 8 Versen enthaltenen Lehren zu lernen, über sie nachzudenken und über jeden Vers immer wieder zu meditieren, wirkt sich sehr vorteilhaft aus. Denn die wachsende Erfahrung im Umgang mit ihnen bewirkt zunehmend mehr Glück im Geist.